Hallo, hallo, ihr Lieben. Einen wunderschönen guten Abend. Ja, herzlich willkommen. Wer ist denn da zu unserem zweiten Teil von unserem Webinar? Mini Mastermind erlauben und empfangen. Ja, die Angelika ist da. Hallo, Angelika. Hallo, Ute. Schön, dass ihr da seid. Ja, ich habe ja gestern verschieben müssen. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich wollte ja nicht mit so einer komischen Stimme mit euch reden. Ja, es geht mir auf jeden Fall viel besser. Und ich bin froh, dass ihr trotzdem heute alle da seid. Mal schauen, der Winnie wollte noch kommen, auf jeden Fall. Ich warte noch ein paar Minuten. Hallo Angelika, hallo, hallo. Ja, es ist immer so ein bisschen zeitlich verschoben hier, bis ich eure Kommentare sehe. Ja, ich wollte euch noch mal fragen, was so eure Hauptzielsetzungen sind für die, die schon da sind für 2019. Was ist euer großer, großer Stern, euer Polarstern? Ja, was ist mein Polarstern? Also mein Polarstern, der ist auf jeden Fall, dass ich mich innerlich so gut und gefestigt fühlen kann, dass mich im Außen nicht so groß beeinflussen kann oder aus meiner Schwingung, aus meinem Seinszustand rausbringt. Also mein großes Ziel ist, dass ich meine Feedbacks nicht aus der Vergangenheit hole. Das heißt, die Feedbacks, die man sieht täglich oder die Reaktionen außen, das sind ja immer Kreationen aus der Vergangenheit. Das ist ja quasi eine Reflexion dessen, was man ausgestrahlt hat. Oder auch hier ist immer so ein zeitlicher Gap. Und das ist wichtig, dass einem das immer bewusst ist, oder? Dass auch wenn du jetzt happy oder glücklich auf irgendjemanden zugehst, jetzt im Moment, aber du kriegst dort eine Rückmeldung, die vielleicht nicht eins zu eins zu deinem jetzigen Zustand ist, dann kannst du dich immer fragen, ja, wie habe ich mich denn eigentlich vorher gefühlt? Wie bin ich heute Morgen aufgestanden? Was habe ich vorher gedacht? Womit habe ich mich vorher beschäftigt? An welchen Problemen habe ich rumgekaut? Etc. pp. Wenn man mit diesem Bewusstsein durch den Tag geht, wirklich durch den Tag, dann weiß man eigentlich immer ganz genau, wo befinde ich mich oder zumindest wo habe ich mich vorher befunden, als dieses Feedback kam. Und dazu will ich noch sagen, es ist erstaunlich, wie schnell diese Feedbacks jetzt kommen. Also es braucht nicht irgendwie viele, viele Tage einer schlechten Laune oder eines deprimiert sich fühlen, bis man im Außen eigentlich die Resonanz sieht. Das sieht man meistens schon am gleichen Tag, wenn man bewusst ist, was sich im Außen widerspiegelt. Ja, jetzt haben wir so etwa 5 Minuten gewartet. Ich denke, ich fange jetzt mal an, dort anzusetzen, wo ich vorgestern aufgehört habe. Und zwar bei der Resonanz. Eine große Frage oder ein klares Thema ist ja, hallo Karina, wir haben ja besprochen, dass wirklich unser Außen eine Reflexion dessen ist, wo wir in Resonanz dafür stehen. Also unser komplettes Außen, egal in welchen Bereichen, ob das jetzt in Beziehung ist, ob das jetzt in Arbeit ist oder ob das in einer Liebesbeziehung ist,
ob das in unserem eigenen Business ist, wie wir auftreten, es ist immer eine hundertprozentige Reflexion, eine hundertprozentige Resonanz dessen, was wir empfinden. Hallo Christine. Und wenn wir uns das mal bewusst sind, dann wissen wir auch, wo wir ansetzen können. Und zwar bei dem, zu was stehen wir in Resonanz. Und da möchte ich jetzt ganz kurz nochmal ausholen. Wir alle werden programmiert in den ersten 7 Jahren unseres Lebens durch unser Umfeld. Und zwar, wir sind in diesen ersten 7 Jahren, alle, die selber Kinder haben, wissen das, in einem permanenten Täterzustand. Also auf einem ziemlich hypnoseartigen, in einem ziemlich hypnoseartigen Zustand, in einem Zustand, den wir kennen, auch aus der Meditation, nicht nur aus der Hypnose. Und das ist dieser Zustand, wo wir uns quasi nicht mit der Realität unser Feedback holen, sondern wir holen unser Feedback. Dr. Joe Dispenza nennt es aus dem Raum, aus dem Feld der unbegrenzten Möglichkeiten, oder? Ein Kind bis zu 7 Jahren, das ist in seiner Traumwelt. Der sucht immer wieder alle Dinge, die ihn wahnsinnig begeistern. Ein Kind überlegt bis zu 7 Jahren nicht, was muss ich heute tun, etc. Deswegen tut es auch den Kindern, fallen es nicht so wahnsinnig leicht, wenn sie dann in die Schule müssen. Viele sind dann auch schon total überfordert, dieses Regelwerk überhaupt einhalten zu können, weil sie eben noch hauptsächlich in einem Täterzustand leben, wo sie sich in ihrer Traumwelt reflektieren und nur nach der höchsten Begeisterung leben wollen. Und wir kennen das, ich wiederhole mich. Eben, wenn wir uns wirklich in so eine Meditation hingeben, wenn wir unsere 5 Sinne abschalten, und uns nicht nach außen reflektieren und wirklich nach innen reingehen in uns selber und schauen, was ist da los. Und bei uns sind dann natürlich eben schon die Programme, die wir spüren. Bei uns sind da Ängste, bei uns sind da Erfahrungen. Aber bei einem Kind zwischen 0 bis 7 Jahren, da ist nichts, das ist alles rein, das ist Bliss, das ist Glückseligkeit. Das Kind lebt da, das hat keine anderen Probleme, außer es hat Hunger, es hat keine Wärme, es spürt keine Liebe oder es kann nicht schlafen oder ist überfordert eben durch das, was es im Außen aufnimmt. So. Und in diesem Zustand ist dieses Kind eigentlich total offen für alle Programmierungen. Also wir sind programmiert worden durch all das, was uns vorgelebt worden ist, was uns vorgesagt worden ist, was wir einfach mitbekommen haben. Diese Programmierungen sind reingekommen. Da haben wir überhaupt nichts damit zu tun. Es ist einfach, wir nehmen das von unserem Umfeld auf. Und wir machen mit diesen Geschichten, machen wir unsere Regeln. Wenn wir älter werden, kommen wir aus diesem Täterzustand raus und wir haben die Erfahrungen gemacht. Und wir wollen natürlich diese schmerzhaften Erfahrungen auch nicht mehr machen. Wenn wir zum Beispiel Erfahrungen gemacht haben, dass wir nicht beachtet worden sind oder so, dann denken wir uns eine Regel aus, die dann heißt, ja, was kann ich denn machen? Wann bin ich denn beachtet worden? Ah ja, wenn ich Theater gemacht habe, wenn ich geschrien habe, wenn ich mich in den Mittelpunkt gesetzt habe, habe ich mehr Beachtung von meinen Eltern bekommen. Also hast du dann nachher eine Regel, die geht so in diese Richtung und sagt, okay, wenn ich mich da in Szene setze, dann bekomme ich zumindest Beachtung. Wie auch immer. Oder eine Regel, die du dir aufgesetzt hast, und gemerkt hast, ja, wenn ich ganz, ganz lieb bin und wenn ich das artige Mädchen oder der artige Junge bin, dann bekomme ich Beachtung. Oder? Und so ergibt sich das in unserer Programmierung, je nachdem, was wir erlebt haben oder auch wie unser Verhältnis zu Geld ist oder wie wir Beziehungen untereinander sehen. Wir sehen es auch immer wieder, wie schwierig das ist in Liebesbeziehungen. Wie wir uns da rauslösen können, dass wir nicht die Beziehung unserer Eltern wiederleben.
Und das sind unsere Resonanzen. Und die sehen wir immer wieder. Und wir merken es vor allem auch daran, dass wenn wir etwas wollen, unbedingt wollen, und es ist so schwer, das zu wollen. Und wir strengen uns an und wir strengen uns wieder an und wir sind müde und wir bemühen es und wir wollen immer noch besser werden und noch besser werden. Aber es klappt nicht richtig wirklich. Daran merken wir, da ist eine Programmierung in uns, die uns das eben nicht erlaubt. Ja, und da sind wir beim Thema. Wir können es uns nicht erlauben, uns auf eine Art und Weise zu fühlen, weil dieses Gefühl, dieses Fühlen in uns, das erzeugt die Resonanz. Also wir können es uns nicht erlauben, uns erfolgreich zu fühlen, weil wir irgendwo ein Programm laufen haben und gesagt haben, das uns sagt, ja, aber dass ich mich als erfolgreiche Frau oder erfolgreiche Unternehmerin oder erfolgreicher Unternehmer fühlen kann, muss ich das und das und das und das mindestens vorweisen, ist deine eigene Regel. Die ist in dir entstanden. Die hast du mitgekriegt, die hast du gehört, die hast du gesehen, die hast du im Außen, hast du irgendwann mal beobachtet, ja, wer ist denn alles erfolgreich? Und mit deinem Filter von deiner Regel, von deinen Erfahrungen hast du gesehen, okay, erfolgreich sind Frauen, die sind das, die sind schön, die sind gut aussehend, und, und. Aber daran liegt es nicht. Es liegt niemals an dem, was du von außen sehen kannst, ob jemand erfolgreich ist oder nicht, sondern es liegt einzig und allein daran, wie man sich fühlt, wie du dich fühlst oder wie die anderen sich fühlen. Nur daran. Und dieses Programm, diese Resonanz, die ist entweder stetig, weil du dich gut fühlst und weil du es weißt, weil du wirklich weißt, dass du gut bist, dass du erfolgreich bist. Du brauchst keine äußerlichen Bestätigungen, sondern du weißt es und dann bekommst du die äußerlichen Bestätigungen. Und wenn du das nicht in die Resonanz bringst, und zwar beständig genug, dann hast du immer deine Ups und deine Downs und deine Ups, dann klappt mal wieder was und dann freust du dich und dann siehst du im Außen, oh, jetzt klappt es aber gerade nicht mehr, dann bist du schon wieder down, oder? Und dadurch kannst du keine beständige, resonante Ausstrahlung erzeugen, sondern die muss immer wieder beständig aus dem Innen raus beamen. Und dazu musst du natürlich deine Programmierung einfach ändern. Und das erlaubt dir dann nachher diese Geschenke, die durch deine Programmierung angezogen werden, auch empfangen zu können. Also zuerst musst du dich auf Empfang programmieren, auf Erlauben programmieren und dann musst du dich auf Empfang programmieren. Und das Ganze geht genauso wie da, wo du ein kleines Kind warst. Und dann sich in diesen Zustand, in diesen Täterzustand zu verbinden und sich mit diesen Gefühlen aufzufüllen, die man gerne hat, die man braucht, um sich, ich bleibe jetzt einfach mal beim Business-Erfolg, um sich erfolgreich zu fühlen, diese Gefühle, die muss man in diesem Täterzustand quasi in sich downloaden. Und da gibt es natürlich ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten, in diesen Zustand reinzukommen. Ich habe in einem anderen Training auch schon gezeigt, wie das geht. Oder auch, wenn ihr nur in eine Meditation reingeht oder wenn ihr nur auf euren Atem hört. Das Wichtige an der ganzen Geschichte ist, dass ihr aufhört zu denken, dass ihr aufhört, euch aus dem Außen zu reflektieren, dass ihr aufhört, euch als euren Körper zu fühlen, dass ihr aufhört, euch als irgendjemand zu fühlen, der etwas erledigen muss, als irgendjemand zu fühlen, der etwas einen Fehler begangen hat oder als jemanden zu fühlen, der nicht, als jemanden zu fühlen, der nicht gut genug ist. Du fühlst dich einfach mal als niemand. Als niemand, als jemand, der ist. Du gehst sozusagen einfach in die Essenz deines Wesens zurück. Und das reicht tatsächlich, wenn du sagst, gut, jetzt sehe ich nichts, jetzt höre ich nichts, jetzt rieche ich nichts, jetzt schmecke ich nichts. Wer bleibt, jetzt denke ich nichts, wer bleibt dann übrig von dir?
Da bleibt nur noch der übrig, und zwar diese Kraft, diese Energie, die dafür sorgt, dass dein Organismus am Leben bleibt. Und dann bist du in deiner Essenz, dann bist du niemand. Und wenn du niemand bist, wenn du quasi dieses weiße, unbeschriebene Blatt bist, das du als Kind warst, dann kannst du dieses Blatt wieder neu beschreiben. Du kannst dieses Blatt neue Dinge lernen, du kannst neue Dinge fühlen lernen, du kannst neue Dinge denken lernen und du kannst dir neue Regeln ausdenken. Und das geht natürlich nicht von heute auf morgen. Das ist absolut ein Prozess. Es ist ein ganz klarer Prozess, bei dem du ganz klar wissen musst, was du willst. Und das ist leider nicht so einfach, weil wenn du Leute fragst, ja, was willst du denn eigentlich? Dann können die das sagen, was sie nicht wollen. Und deswegen ist es meistens einfacher anzufangen und zu sagen, was will ich nicht mehr sein in meinem Leben? Was will ich nicht mehr spüren in meinem Leben? Was will ich nicht mehr denken in meinem Leben? Und dann machst du wie zwei Spalten und schreibst du das wirklich auf und dann schreibst du dir auf, was will ich stattdessen denken? Was will ich stattdessen fühlen? Was will ich stattdessen für Regeln haben? Und das ist ein permanenter Prozess, wo du dich umprogrammierst, wo du umlernst, wo du sozusagen wie im Theater deine neue Rolle, dein neues Sein, dein neues Wesen einstudierst, damit du in eine neue Schwingung und somit in eine neue Resonanz bekommst. Und das hat nichts, aber rein gar nichts mit Logik zu tun. Weil diese Logik, kann ich das, darf ich das, kann ich denn heute einfach, kann ich gestern der Loser gewesen sein und heute die Gewinnerin? Ja, du kannst das. Du kannst was immer sein, was du willst. Jeden einzelnen Moment. Diese ganze Logik, die du dir selber aufbauen musst, das ist so eine Art Gutscheine, die du dir selbst ausstellst. So wie jetzt hast du einen Gutschein bekommen, du darfst jetzt heute dich frei und glücklich fühlen. Dieser Gutschein berechtigt dich dazu, dich frei und glücklich zu fühlen. Und wenn du diesen Gutschein quasi nicht hättest, dann würdest du immer denken, ja, darf ich das überhaupt? Weil ich habe ja das und das falsch gemacht und mit dem bin ich im Streit und hier ist was nicht gut und da habe ich einen Prozess am Laufen, was auch immer. Streicht es aus eurem Leben und schreibt euch Gutscheine aus, so viel ihr wollt, die ihr einfach grundlos einlösen könnt. Einfach Gutscheine, die ihr euch selber gebt, Gutscheine für gute Gefühle, Gutscheine für tolle neue Erfahrungen. Schreibt euch Gutscheine aus, so viel ihr wollt. Ihr braucht keine logische Erlaubnis für das zu sein und zu tun und zu fühlen und zu denken, was sich besser anfühlt. Besser als das, was man vorher gedacht und getan und gehandelt hat, was sich nicht so gut anfühlt. Das darf man einfach vergessen. Du musst nichts gut machen, du musst nichts wieder ins Lot bringen, du musst gar nichts tun, außer dich ändern. Du brauchst keine Erlaubnis von nichts, außer, von niemandem, außer von dir selber. Du musst dir deine eigenen Gutscheine ausstellen und dir selbst erlauben, das zu sein, zu tun, zu denken, zu fühlen, was du willst, was sich gut anfühlt. Und nicht das, was jetzt die Logik sagt. Ein Klassiker. Du hast eine Auseinandersetzung mit jemandem gehabt, oder? Darfst du dich gut fühlen? Darfst du dich gut und happy fühlen, nachdem du mit jemandem gestritten hast? Und wenn du ihn wieder siehst, wie begegnest du ihm? Begegnest du ihm als die Person, die mit ihm gestritten hat? Oder begegnest du mit ihm als die Person, die die Lösung schon in sich trägt? Und zwar das gute Verhältnis, das eigentlich gewünscht ist. Wer willst du sein in diesem Moment? In jedem Moment entscheidest ganz alleine du, wer du sein willst. Du musst
keine Linearität, keine logische Linearität deines Seinszustands herstellen, damit die andere vielleicht aus deiner Sicht das besser nachvollziehen können. Das ist scheißegal, wenn ich das mal so klar sagen darf. Es braucht keine Logik, es braucht nur eine Entscheidung und zwar jeden Moment. Entscheidest du ganz klar, wer willst du sein, wie willst du denken, wie willst du fühlen, wie willst du handeln, nach welchen Regeln hast du dein Leben aufgestellt, welchen Regeln folgst du um deinen großen Polarstern deines Lebensbuches zu folgen. Und wenn du das geschafft hast, dann kannst du erlauben. Und zwar kannst du alles erlauben. Und dann kannst du auch dir erlauben zu empfangen. Und zwar genau gleich. Dann weißt du die logische Konsequenz dessen, was du bist und was du dir erlaubst zu sein, ist ganz klar, dass die Dinge zu dir kommen. Und wenn etwas kommt, dann kannst du es ganz logisch annehmen und empfangen. Weil du hast es kreiert. Es kommt aus dir raus. Es muss zu dir kommen. Es ist ja quasi schon da für dich. Es gibt gar nichts, was nicht da ist für dich. Das Einzige, was es gibt, ist, dass du nicht in Resonanz stehst zu dem, was du möchtest. Du kannst es dir so vorstellen, alles, was du willst, gibt es da draußen schon. Es gibt nichts, was es nicht gibt. Es flattert einfach herein. Und so ist das Leben strukturiert. Und wenn du weißt, dass das Leben so funktioniert, dann musst du nur noch anfangen, permanent an dir selber zu arbeiten und zu üben und dich immer wieder zu reflektieren. Wenn du draußen unterwegs bist, wenn du im Supermarkt bist, wenn du im Café bist, wenn du im Restaurant bist, wenn du in der Arbeit bist, wenn du mit deinem Kind bist, reflektier dich die ganze Zeit, wer bist du? Aber dazu brauchst du ein klares Bild dessen, was du sein musst. Und das kriegst du eben raus aus deinem Schmerz, weil dein Schmerz sagt dir, wer du nicht mehr sein möchtest. Und deswegen, es ist so toll, wenn man jetzt diese Zeit, ich meine, eigentlich kann man es jederzeit machen, aber jetzt nehmen wir einfach mal dieses Ende des Jahres, weil es doch ein ganz toller neuer Auftakt ist für das neue Jahr mit der neuen Person, mit der neuen Persönlichkeit anzufangen. Und plötzlich nach neuen Regeln lebt und seine alten Programmierungen, die immer wieder schmerzhaft waren, in Enttäuschungen produziert haben in allen Bereichen des Lebens, dass man dann einfach sagt, so, heute ist, also jetzt begebe ich mich, ich bin langsam schon dran, ich bereite es vor und dann am 1. Januar, 1. Januar tritt die neue Person in Kraft. Und es ist so wichtig, seine Grenzen einzureißen, sich neu zu erfinden, sich zu erlauben, der zu sein, der du sein willst. Sich zu erlauben und zu empfangen. Seine Verbindung mit dem Feld der unbegrenzten Möglichkeiten zu kennen und zu leben. Und deswegen kann ich euch anbieten, an meinem neuen Mastermind euch zu informieren. Ihr könnt mich anrufen, ihr könnt mit mir einen Telefontermin ausmachen und ihr könnt in das Programm eintreten. Es geht 3 Monate, weil es ist so wichtig, dass man kontinuierlich dran arbeitet. Und ich habe selber am eigenen Leib erfahren, es ist so langwierig, wenn ich immer wieder alleine diese Schritte versuche zu machen und ich bringe diese Kontinuität, diese Wiederholung, diese Klarheit selber so, so schwer dorthin, weil ich immer wieder abgelenkt werde, weil ich immer wieder ins Außen gezogen werde durch mein tägliches Leben und ich kann meine eigenen Vorstellungen, meine eigenen Programme, meine eigenen Regeln. Das ist so schwierig, dass ich rausfinde, nach was ich funktioniere, weil es so tief im Unterbewusstsein ist, wo ein anderer sofort erkennt, was läuft eigentlich bei mir. Und es sind diese Bereiche Liebe, Geld,
Freude, Freude, Glück. Also ich habe mir hier noch ein paar Notizen gemacht und zwar fand ich das eine ganz schöne Analogie. Und zwar, wenn wir im Leben einfach nicht mit Leichtigkeit unterwegs sind, dann ist es so schwer für uns, in den Fluss des Lebens einzusteigen. Weil diese Leichtigkeit, die wir brauchen, die ist einfach so essentiell, dass wir nicht ausbrennen. Wir sind die ganze Zeit, wenn wir die ganze Zeit in Verbindung mit unserem Außen stehen und uns immer wieder außen reflektieren, dann sind wir am Abend auch so müde, wir sind am Abend so ausgepowert, als wie hätten wir die ganze Zeit gegen den Strom gepaddelt. Und wir müssen lernen, dass der Strom des Lebens uns dorthin führt, wo wir letztendlich sein wollen. Der Strom des Lebens, wenn wir den surfen, wie zum Beispiel ein Surfer, oder der paddelt die Welle an und dann lässt er sich einfach mittreiben und surft die Welle und genießt die Reise. Er genießt die Reise. Und das Schwierigste am Surfen ist, wirklich die Welle richtig anzupaddeln. Und diese Welle richtig anzupaddeln, das ist eigentlich das, was wir für uns lernen müssen. Wenn ich jetzt wieder zurückgehe auf unsere Grundprogrammierungen, die haben uns halt irgendwie mal gesagt, man paddelt die Welle so an. Aber das ist nicht wirklich praktikabel, das ist nicht kräfteschonend, das funktioniert alles nicht wunderbar gut. Und wir müssen tatsächlich umlernen. Und wir sind heute vielfach in einer Situation, wo der Schmerz so groß wird, wenn ihr nur schaut, wie viele Leute unter Burnout leiden, weil es nicht mehr praktikabel ist, so zu leben, wie die Leute früher gelebt haben, in einer viel weniger komplexen Welt. Aber heute, wenn wir uns nicht umstrukturieren, umorientieren, dann sind wir die ganze Zeit überfordert. Wie sollen wir das denn alles schaffen? Alles wird komplizierter, alles wird vielschichtiger. Wir müssen lernen, das Leben zu surfen wieder. Wir müssen aus diesem aktionsgetriebenen Leben raustreten und in ein energiegetriebenes Leben einsteigen. Das ist unsere einzige Chance. Wenn wir versuchen, das alles mit unserem logischen kleinen Mini-Prozessor, mit dem wir ausgestattet sind, zu erfassen und die richtigen Entscheidungen zu treffen, sind wir überfordert. Und dieses Gefühl der Überforderung, das kommt schnell in ein Gefühl der Hilflosigkeit. Und dieses Gefühl der Hilflosigkeit, das schlimmsten Fall geht in eine Depression. Und dann wissen wir nicht mehr, wo wir anfangen sollen, weil es scheint uns ein unüberwindbarer, eine unüberwindbare Masse von Dingen, die wir tun sollen, die wir beachten müssen, die wir in Betracht ziehen müssen, bevor wir irgendwas entschieden haben. Wie sollen wir das schaffen? Es ist nicht möglich. Deswegen kommen auch so viele Menschen über den Weg der Krankheit, weil Krankheit ist nichts anderes, auf Englisch heißt Krankheit Disease. Oder man lebt nicht mehr in der Leichtigkeit, man lebt nicht mehr im Fluss, man lebt die ganze Zeit in Überforderung, Sorge und Angst. Und es gibt aber so einen einfachen Weg daraus. Wenn wir erkannt haben, dass wir dem Außen nicht genügen müssen, sondern dass das Außen uns genügt, uns zuspielt, wenn wir in unserem Inneren gefestigt sind und so sind, wie wir es denn gerne hätten, wie wir uns so fühlen, bedingungslos, wie wir uns gerne fühlen wollen. Und dazu braucht es Vertrauen. Zuerst mal das Vertrauen, dass es wirklich so funktioniert, das Leben. Wenn du, sobald du das weißt und glauben kannst, dass das Leben tatsächlich so viel funktioniert, dass es eine Reflexion deiner selbst ist, dann kannst du was ändern, dann kannst du was tun. Und dann machst du dich auf den Weg.
Und dann erkennst du dich selber und dann weißt du, wie du funktionierst und dann weißt du, wie du nicht mehr funktionieren willst und dann machst du es auf deine Art und Weise. Und diese ganzen Dinge, die immer wieder in unserem Leben passieren, die wir nicht wünschen, die wir nicht wollen, wo wir jetzt einfach sowas von satt haben, dass sich's immer wieder wiederholt. Das liegt nur an diesen tiefen, unterbewussten Programmierungen. Die sind sowas von aktiv und die spielen immer wieder ins Leben rein und die werden sogar weitergegeben. Wir geben das an unsere Kinder weiter. Und deswegen ist es auch unsere Verantwortung, an uns zu arbeiten und unsere Kinder zu bevollmächtigen, zu ermächtigen und ihnen auch zu zeigen, dass das Leben gelebt werden kann nach seinen eigenen Regeln und dass wir nicht ausgelieferte Opfer sind. Und es gibt Werkzeuge, es gibt tägliche Routinen, Handlungen, Übungen, die jeder für sich selber lernen muss und durchführen muss. Täglich trainieren. Und jetzt komme ich wieder auf mein Mastermind. Das heißt, werde die nächste Version deiner selbst. Die nächste Version deiner selbst lebt in Leichtigkeit. Die nächste Version deiner selbst zieht das an, was sie vom Leben haben will. Sie geht es sich nicht schwerlich holen. Die nächste Version deiner selbst bringt sich jeden Tag in die Resonanz. Diese Resonanz, wo sie sein will. Du kommst wieder in Kontakt mit deiner Intuition, die alles weiß. Deine Intuition, wenn dein Hirn nicht im Weg steht, weiß deine Intuition, was der nächste logische Schritt ist, den du tun sollst, wenn du etwas erreichen willst in deinem Leben. Aber wenn du dich von deiner Intuition abtrennst, weil du immer denkst und denkst und denkst und denkst zu viel, dann spürst du nicht, was richtig ist. Sondern du machst nur das, was dein logischer Verstand dir vielleicht sagt, was richtig ist. Und schon bist du wieder ratter, ratter, ratter da drin. Und da musst du raustreten. Da musst du raustreten, da musst du ein Ende machen. Und da musst du dir Zeit nehmen, dass dein Leben wirklich für dich so wichtig ist, dass du dir Zeit nimmst, es zu kreieren, dass du eine neue Vision von dir, Version von dir selber kreierst und eine Vision deines Lebens kreierst, wie du willst, dass dein Leben ist und wie du das Leben lebst. Und dann hast du so einen Schub, alles zu tun, weil es sich gut anfühlt. Und du brauchst keine Motivation mehr. Du stehst nicht am Morgen auf und denkst mir, oh, wie kann ich mich jetzt zu meiner To-Do-Liste motivieren. Das ist dann nicht mehr, sondern deine Vision, die steht da oben wie ein Stern und die saugt dich zu ihr, weil du mit ihr in Verbindung stehst und diese Verbindung herzustellen, das ist deine Aufgabe, das ist deine Arbeit und das ist auch das, was ich in meinem 3-Monats-Coaching mache. Wo wir jede Woche ein 90-minütiges Gespräch haben, ein Coaching-Programm, ein Selbst-Coaching-Programm für dich entwickeln, das du verfolgst für dich jeden Tag und das du nachher auch einhältst, verbesserst, optimierst, neu ausrichtest, wenn die 3 Monate des Coachings vorbei sind. Weil du willst ja nicht nur dorthin kommen, wo du jetzt dich vielleicht siehst, wo dein Stern jetzt ist, sondern wenn du dort bist, wo der Stern jetzt ist, hast du schon wieder einen neuen Stern. Also du brauchst eine Methode, die dich in deinem Leben befähigt, dich immer weiterzuentwickeln, bis du einfach weißt, ja, es ist ein täglicher Prozess in diesem Leben, dass ich mein Leben kreiere. Weil wenn ich es nicht kreiere, dann werde ich von außen so überrannt, dass alles, was die anderen wollen, passiert. Und die anderen können aber nicht in dein Leben reinpfuschen, wenn du felsenfest in deiner Resonanz stehst, in dem, was du möchtest, in dem, was du fühlst. Da kann kommen, wer will. Wenn du diese Grundfesten von dir neu gebaut hast, wenn du deine neuen Regeln hast, wenn du deine neuen Programme hast, da kommt einer und sagt zu dir, hey, du bist ein Loser. Das interessiert dich überhaupt nicht. Da hast du keine emotionale Beziehung mehr dazu, weil deine emotionalen Ladungen, die dir im Weg stehen,
die haben wir aufgelöst in diesem Mastermind. Das gibt es überhaupt nicht mehr. Das begegnet dir überhaupt nicht mehr. Wenn du so durchs Leben läufst, dass du so programmiert bist auf die Dinge, die für dich schön und angenehm sind, dann begegnen dir ganz, ganz selten schlechte Erfahrungen, schlechte Begegnungen. Dann hast du gelernt, an allem, was passiert, zu wachsen. Alles als positive Wachstumsimpuls zu sehen. Alles, was immer dich wieder nach unten zieht, ein Schrittchen, katapultiert dich nachher wieder 3 Schritte nach oben. Und du lebst in deinem Leben. Und du lebst nicht in dem Leben, das du mit sozialisiert bekommen hast, was nicht deine Schuld ist, wo du einfach mal hier reingeboren worden bist. Ich sehe es immer so. Und dann darfst du wachsen. Du kommst hier hin, du bist deine 7 Jahre, holst du dir alles, was du brauchst, um nachher weiter zu wachsen. So sehe ich diese Aufgabe. Und jetzt stellt sich nur noch die Frage, wann willst du dein neues Leben beginnen? Wann willst du die neue Persönlichkeit sein? Wie lange willst du noch das alte Leben nach vorne tragen? Oder willst du irgendwann mal einen Cut machen und einen Schnitt machen? Das kannst du dir überlegen. Mein Angebot ist folgendes für jemand von euch, der gerne mit mir arbeiten möchte. Bucht bitte ein Gespräch mit mir. Das könnt ihr hier unter diesem Link machen. Das kostet auch überhaupt nichts. Den poste ich jetzt gleich hier rein, diesen Link. Und zwar könnt ihr dann einen Termin vereinbaren mit mir. Und wir besprechen, ob ich euch helfen kann, ob wir ein guter Match sind. Und ich erzähle euch noch mehr über dieses Programm. Also ich erzähle euch hier noch kurz zum Nachhören über das Programm. Und zwar ist es ein 3-Monats-Programm. Das wird am 10. Januar, fängt es an. Und wer sich bis zum 28. Dezember mit mir in Verbindung setzt und sich dafür entscheidet, der kriegt noch einen absoluten finanziellen Bonus. Und das andere Highlight an diesem Programm ist, für die unter euch, die sich für Business interessieren, habe ich jetzt noch dieses Business Boost Modell dazu kreiert, wo es wirklich darum geht, dass ich euch beibringe, wie ihr visuell nach außen stark werdet und euer Business repräsentiert. In diesem Business Boost Modell habt ihr dann noch zusätzliche Coachings, die euch helfen. Ich werde euch reflektieren und sagen, was strahlst du aus im Moment? Was sieht man von außen über dein Business? Spürt man deine Angst? Spürt man deine Unsicherheit? Und all diese Sachen werden wir dann in diesem Business Boost Modell anschauen und umprogrammieren. Also ich habe da auch eine Methode, die habe ich aus dem Theta Healing, Theta Floating war der Kurs, den ich gemacht habe, wo ich mit euch zusammen, mit dir zusammen persönlich in dieses Unterbewusstsein reingehe und wir diese Regeln verändern können. Nur das alleine reicht natürlich nicht, sondern du musst dran arbeiten. An allem musst du dran arbeiten. Alles lebt über die Wiederholung, die Wiederholung, die Wiederholung, die Wiederholung. Und deswegen ist auch eine Begleitung im Coaching so wichtig, weil manchmal hast du Downer, manchmal funktioniert es nicht wirklich. Manchmal denkst du, wieso, jetzt kommt alles noch schlimmer als vorher. Das ist ganz normal, dass das passiert. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass man in diesen Situationen eben nicht alleine ist. Das ist mir so wichtig in meinem Coaching, dass ich dann 24 Stunden am Tag per Voice Message oder per Text Message für euch erreichbar bin. Wenn da so ein Downer passiert und ihr plötzlich wieder eine Bremse bekommt und denkt, was mache ich eigentlich hier die ganze Zeit, dann ist es wichtig, dass man nicht alleine ist. Und deswegen setzt euch mit mir in Verbindung über die Weihnachtsfeiertage. Bis zum 28. gibt es diesen Bonus, gibt es diese Extras für euch. Und wie gesagt, ich möchte auf jeden Fall mit allen, die ich in das Programm nehme, vorher sprechen, damit ich auch weiß, dass wir zusammenarbeiten können. Und ich will auch wissen, hundertprozentig, dass ich
dir mit deinem Problem helfen kann. Ich möchte nicht irgendjemanden ins Programm haben und dann das Gefühl haben, ja, wir kommen nirgendwo hin. Ich nehme tatsächlich nur Menschen in das Programm auf, wo ich weiß, die haben nachher super coole Outputs. Und das ist mir das Allerwichtigste. Das ist mein innerer Antreiber. Das ist meine, was mich wirklich am allerglücklichsten macht, wenn ich weiß, ich kann einen Beitrag leisten, dass Menschen nach 3 Monaten, natürlich, das fängt schon viel, viel vorher an, aber nach 3 Monaten ihren alten Mist dort lassen können, wo er ist, und in ein neues Leben eintreten, und zwar für immer. Und es gibt so coole Übungen und Rituale, ja, nicht Rituale, Routinen, die ich dir gerne beibringen möchte, aber du musst sie selber tun. Du musst sie tun. Ich kann dir helfen, dran zu bleiben. Ich kann dir helfen, etwas zu finden, eine Routine für dich, die für dich stimmt. Ich kann dir helfen, in deine Programmierungen, in deine Regeln reinzugehen und neue Regeln, Programmierungen für dich aufzustellen. Aber das Umsetzen, das musst du täglich selber. Aber ich freue mich, wenn ich dir immer wieder Anregungen und Anstöße geben kann, dass du dran bleibst. Und ich sage nur eins, 3 Monate sind 100% realistisch. 2 Monate ist ein bisschen kurz. Nach 2 Monaten fängst du quasi an, konkret bewusst zu werden und umzusetzen. Das habe ich in meinem letzten 2-Monats-Programm gemerkt. Da passieren so viele Veränderungen, und diese Veränderungen, die musst du so ins Leben integrieren, dass es nachher die Normalität wird. Und das nochmal 1 Monat länger unter Begleitung zu machen, das boostet nach vorne. Und sagen wir mal Januar, Februar, März, du bist eine neue Persönlichkeit in deinem neuen Leben. Aber du hörst nicht auf, sondern du hast alles, was du brauchst, um dich alleine zu coachen und vorwärts zu treiben und vielleicht hier und da mal ein Coaching zu nehmen, eine andere Weiterbildung, was auch immer sich dann gut und richtig für dich anfühlt. Aber dann weißt du es, weil dann hast du wieder deinen Zugang zu deiner Intuition und du weißt jedes Mal, nicht nur jeden Morgen, wenn du aufstehst, was ist der nächste logische Schritt, sondern du weißt es einfach den ganzen Tag durch. Du weißt, wo du hingehen sollst, du weißt, was du tun sollst, du weißt, was du sagen sollst und du weißt, was du denken sollst. Weil du hörst auf, diesen Bullshit zu denken, weil du es merkst. Du merkst, was du denkst. Wie viele von euch merken, was sie denken? An wie viel Momenten des Tages merkst du tatsächlich, was du denkst? Wie oft bist du in Gedanken versunken? Du solltest nicht in Gedanken versunken sein, außer du schwelgst in Glückseligkeit. Aber meistens, wenn wir in Gedanken versunken sind, dann bohren wir an irgendeinem Problemchen herum, das unser armer logischer Verstand ja gar nicht lösen kann. Ja, ihr Lieben, das war's für heute von mir. Ich wünsche euch einen wunderschönen, noch vorweihnachtlichen 2 Tage. Schreibt mir, macht einen Termin ab in meinem Kalender. Schreibt mir E-Mails oder was weiß ich nicht, Private Messages. Ich freue mich drauf, mit euch zusammen ein absolut grandioses 2019 zu kreieren. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Abend und auf Schweizerdeutsch würde man sagen, ein Gute für die, die jetzt noch zum Abendessen gehen oder das Abendessen vorbereitet haben. Also, von ganzem Herzen, bye bye und danke fürs Zuhören.